Jette geht immer, kommt zurück nach der großen Sommerpause. Also so groß war jetzt meine Sommerpause auch nicht, aber ich war tatsächlich ein bisschen verreist und habe ein bisschen mal die Seele baumeln lassen und habe jetzt aber wieder total Lust auf Travestie. Ich habe einen Travestie-Unterdruck. Deshalb, Paillette geht immer, geht natürlich in die neue Staffel, in die Herbststaffel mit ein paar Neuerungen und wieder mit Live-Publikum. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich werde endlich wieder Publikum haben dürfen und euch begrüßen können im BKA-Theater. Am 4.9. ist die große Premiere mit meinem Stargast, der live aus Hamburg anreist, Manjo Ressica. Der extra aus Hamburg anreist, und zwar der tolle YouTuber Tommy Toerlingling. Da freue ich mich sehr drauf. Wir mögen uns sehr und das wird, glaube ich, sehr witzig und sehr schön. Es gibt dann natürlich noch ein paar neue Rubriken. Das habe ich schon eingangs kurz ein bisschen erwähnt. Da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Außerdem wird es meine Paillette in Zukunft immer zweimal im Monat geben. Und zwar am 1. und am 3. Samstag im Monat. Im September ist es dann ausnahmsweise mal der 4. Samstag im Monat. Das ist jetzt verwirrend. Also 25.9. ist die zweite Paillette im September mit meinen StargästInnen, den Mädels von Suchtpotenzial. Da freue ich mich auch sehr, 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 sehr stark drauf. Und die zweite Paillette des Monats werde ich auch immer gleichzeitig streamen. Das bedeutet, wer nicht in Berlin wohnt und mich nicht live erleben kann, das tut mir wirklich sehr, sehr leid, der kann weiterhin meine Paillette auch im Internet verfolgen. Da freue ich mich umso mehr, weil ich habe jetzt während des ganzen Lockdowns so eine schöne Fanbase aufgebaut in ganz Deutschland, im ganzen deutschsprachigen Raum, sag ich mal so. Und die möchte ich natürlich nicht verlieren. Von daher freue ich mich auch, dass wir weiterhin streamen werden. Aber ich freue mich auch sehr darauf, dass ich mal wieder eine Paillette haben kann, die nicht gestreamt wird, weil dann kann ich nämlich endlich wieder alle schlimmen Worte benutzen und Pimmel zeigen und sowas alles, was ja immer nicht geht, wenn sowas auf YouTube gestreamt wird. Also, stellt euch drauf ein, am 4.9. werden wir alle nackt sein. Ich freue mich. Bye!